So, da sind wir wieder. Man sieht schon, es hat sich was getan. Ja. Die Chaosbude ist weg. Hier ist jetzt eine ordentliche Hütte geworden. Draus geworden. Ein bisschen aufgeräumt. Tresor etc. Sachen geballert. Gecraftet bis zum geht nicht mehr. Davon ist vieles nicht zu sehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Nicht der, dass ich, man hört es vielleicht noch, oder man hat es in den anderen Videos gehört, die letzten Tage krank war. Oder zumindest, ja, so eine kleine, etwas stärkere Erkältung oder sonstiges hatte. Deswegen habe ich halt nicht viel aufnehmen können, weil ich so ziemlich gar keine Stimme mehr hatte. Ich habe dennoch immer wieder ein bisschen was getan. Das Ganze aber halt, wie gesagt, nicht auf Video. Und deswegen gibt es jetzt viel zu tun. Wie man hier schon sieht, ich habe schon angefangen zu hier das Barfuß zu machen, sehr wichtig. Dann für Obst gesorgt und Gemüse, um halt das Zeug überhaupt zu craften. Ich hatte sogar auch schon eine Mantis geholt, die ist allerdings direkt wieder verreckt, das Scheißvieh. Ja, was noch? Superfort steht auf jeden Fall noch an. Und Turrets bauen, das ist erstmal sehr wichtig noch. Hier vorne hat sich auch ein bisschen was getan. Die Mauer ist jetzt aus Metall. Und hier ist der Steffen ein bisschen durchgeballert und hat ganz viel Metall geholt. Beziehungsweise Forges gebaut und alles. Oh Gott, was ist los, ey? Aber meine Stimme ist immer noch nicht ganz wieder auf der Höhe. Aber gut. Wie gesagt, Operation Superfort steht jetzt gerade erstmal an. Und dafür schaue ich jetzt mal, was mir. Hallo? Boah, mega lag. Was mir dafür alles fehlt. So, Herstellung. Es fehlt ein bisschen Metall, ein bisschen viel Kristall. Zement habe ich, Öl habe ich, Polymer fehlt. Okay, ich denke, das Hauptproblem ist Kristall und Polymer. Ich glaube, ich lasse meinen ganzen Stuff mal hier in meinem Stuff-Schrank. Man kann es sich vielleicht auch denken, ich bin gerade alleine. Ja, man hat mich wieder hier rumgammeln lassen, ganz alleine. Es ist furchtbar. Kein Verlass auf die Leute. Bei Sally funktioniert es immer noch nicht. Traurigerweise. Da müssen wir nochmal heute bei gucken. Da hatten wir in den letzten Tagen auch keine Zeit für gefunden, überhaupt das mal in Angriff zu nehmen. Dass die hier irgendwie auf den Server drauf kommt. Und mittlerweile ist der Server bestimmt schon eine Woche alt oder so. Circa. Könnte hinkommen. Und sie ist halt immer noch nicht da. Na, im Voraus übrigens schon mal Entschuldigung, wenn ich manchmal ins Mikrofon so reinschniefe oder die Nase hochziehe. Ja. Wie gesagt, immer noch ein bisschen krank und das lässt sich halt dann nicht immer so vermeiden. Das passiert dann so leicht aus Reflex. Fällt mir gerade ein, jetzt wo ich gesehen habe, das Riot-Schild, das lasse ich auch hier. So, und dann, wie gesagt, Superfort steht an. Ich habe auch schon dafür einen Platz vorgesehen, wo sie hin soll. Kann ich auch gleich kurz zeigen. Das Zeug direkt mal anziehen. Wunderbar. Und zwar, ich habe halt, wie gesagt, mich bemüht, nichts zu krasses zu machen, damit mir halt einfach das Bildmaterial nicht abhanden kommt. So, hier soll halt die Superfortune. Die Wände müssen natürlich noch hochgezogen werden. Ich glaube, da gebe ich am besten direkt schon mal ein paar in Auftrag, bevor ich mich auf den Weg mache. Unser Bronto ist leider tot. Den hat sich die Kuchenarmee oder rein aus Emotionen. Alias mittlerweile, glaube ich, heißen sie Bilou. Die haben sich den gekrallt, als Rache dafür, dass ich mir ihren Rex geholt habe. Jo, und was da so abging, das seht ihr jetzt. Oh, was du. Verdammter Sack. War das mein höchster? Nee, war es nicht. Puh, Glück gehabt.
Alles klar. Du greifst mein Shit an, dann greife ich deinen Shit an. Gesehen hat. Verdammt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Die Scheiße, die beiden. Jetzt gibt's aber hier Kasala. Meinen die mich da einfach anzugreifen? Ich glaub's ja nicht. Was haben wir hier drin? Flakzeug. Alles unwichtig. Haben also auch ein Safe. Diese Sniper, ey. Aha, alles klar, da sind sie. Na, 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 mein Freund. So nicht. Die sind aber auch was aggressiv, ey. Das ist echt unglaublich. Okay, bist du's? Jojo, ich werd hier gerade ein bisschen belagert. Warte. Ich hol. Moment, müssen wir am besten irgendwie gleich kurz machen. Ich muss mich gerade hier verteidigen, ja? Jojo. Ich achte auf, dass ich überlebe. Ja, pass auf, die kommen da gerade. Die zwei hier. Boah, ist dieses Sniper ungenau, ey. Oh, scheiße. Nachladen, 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 nachladen. Wieso trifft dieses Ding nicht, ey? Heftig. Ah. Was? Lol? Mein Lystrosaurus wurde von einem Raptor getötet? What the fuck? Oh lol, der war auf aggressiv. Mutiger Lystro. Ich brauche einen neuen Sniper. Neue Sniper, neue Sniper. Oh, die mit ihren Bolas, ey. Einfach immer Vollgas Bola, ey. Kleine Schweine, ey. Wo ist der zweite? Na.
Immer nur Bola, immer nur Bola. Nichts anderes drauf, Jungs? Ja, nicht mich anrotzen, Lüsto. Ja. Oh oh, hat der echt einen Raketenwerfer? Leute, ey. Scheiße, keine Munition mehr. Die fucking Lüstos hier überall. Ich brauche ein anderes Sniper, ich brauche ein anderes Sniper. Verpiss dich, du scheiß Vieh. Das kann ich echt nicht gebrauchen, dass mich hier irgendwas anrotzt. Scheiße. Na? Ein Hit. Warum will er mich eigentlich immer anfliegen? Wo ist sein Kollege vor allem? Wo ist sein Kollege? Der hat ziemlich wenig Armor gehabt. Beziehungsweise gar keinen. Aha, ich habe ihn gefunden. Oh oh. Nicht gehuckt. Boah, verreckt doch mal einer von denen, ey. Immer noch eine Bola dran? Jo. Okay, stopp, 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 stopp. Hör auf zu fliegen, du Viech. Lol. Einen habe ich ja wohl. Kann nicht so schwer sein, jetzt zu treffen. Verreck doch mal. Oh, auch noch mal getroffen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Pff. Wo ist der Typ, der tot ist? Ist er das? Jonas, ja. Alles klar, was hast du dabei gehabt? Schrotflintenmoni, die nehme ich. Die Metallaxt nehme ich auch, aber was ist mit dem Raketenwerfer, der auf mich geschossen wurde? Und wo ist er jetzt hin? Ist er bestimmt nach Hause geflogen, oder? So, los, Munition, her damit. Jo. Ich bin gerade dabei, die anzugreifen. Also ich kämpfe hier die ganze Zeit mit denen. Ich habe das schon mitbekommen, dass ihr geschrieben habt, aber ich bin halt gerade mitten im Kampf mit denen. Okay. Ja, ich war gerade neu. Ja, also ich muss weiter. Kannst du mal kurz töten?
Kannst du mich mal kurz töten? So eine schöne Frage. Jetzt schauen wir mal, was wir von hier oben sehen. Ob ich was von hier oben sehe. Jo, da war doch schon mal direkt was. Was hat der vor? Da lief noch jemand nackig rum. Da sind sie beide nackig. Na, zeige dich. Der mit seinem Pelagon ist, ne? Und tschüss. Puh. Schnell mal gucken, was hast du hier rausgeholt? Er steht halt genau auf der Leiche, der Vogel. Sauber, GG. Ach, er kommt nicht. Toll, der hat ja gar nichts genommen, ey. Zumindest nichts Interessantes. So. Ist er wieder auf dem Rex, ja, ne? Kleiner Schweinepriester, du. Lass mich einfach nur... Boah, ich flamer, ey. Ich muss eine halbwegs gute Position kriegen, dann kann ich ihn da runter snippen. Boah, aber nicht bei Nacht und im Regen, ey, das ist ja übel. Hier irgendwo einen Respawn haben, ob die hier Betten haben. Wo ist der hin mit seinem Rex? Ist doch hier gerade runter, oder nicht? Es blitzt, ist er, da ist er. Oh, ob er mich gesehen hat? Ich tippe mal auf Nein. Gestiegen und jetzt läuft er in die Base, oder? Ja. Komm, geh an deinen Schrank. Geh an deinen Schrank. Aber so, dass ich dich sehen kann. Was ist da vor? Okay, er geht mit dem Rex rein. Um was zu tun? Zu drehen, abzusteigen und jawohl, hab ich dich, du Sack. Oh, diese scheiß Vögel, ey, sind zum Kotzen. So, wo ist er? Die Leiche von dem Bub. Ich habe ihn doch hier weggeholt irgendwo. Der Pelagon ist mein Erzfeind. Oh, tschüss. Wo ist der gestorben? Ich habe ihn doch hier irgendwo weggesniped. Das muss doch hier irgendwo in den Bäumen gewesen sein. Da. Was hast du? Gar nichts. Deswegen war er die ganze Zeit auf seinem Vogel. Der Vogel. Die werden ihn wahrscheinlich voll auf Leben geskillt haben. Bis ich den kaputt habe mit draufhauen. Das war ein Dodo, Leute. Ich dachte, da krabbelt jemand. Okay, versuchen wir es anders. Ich glaube, das geht ganz gut, oder? Oh, Vorsicht. Und Rakete. Gucken, ob das mindestens was bringt.
Alter, was ist das für ein Rex? Ey, was? Der kriegt überhaupt keinen Schaden, ey. Gucken, wie die Schrotflinte Damage macht. Mein Bluten tut er, aber... Das Vieh müsste eigentlich weg, ey. Das kann ich nicht zulassen, dass die hier mit einem so einem dicken Tank rumstehen. Dann gehen die bei mir rein. Boah, das Vieh hat so viel Leben, ey. Jetzt hab ich angefangen, jetzt möchte ich noch zu Ende kaputt machen. Komm schon. Wird Zeit umzukippen. Jawohl. Gute Nacht.